Hey Freunde, und was geht ab? Willkommen zurück zu einer neuen Folge ARK. In der letzten Folge haben wir unser Artefakt gefunden, wir haben jede Menge Chitin geholt und jetzt bin ich wieder zurück bei der Cave. Denn, ich kann es euch kurz zeigen, ich habe mir hier nochmal einiges an Scheiße mitgenommen und habe auch nochmal den Cheat benutzt, um die ganzen wilden Dinos neu spawnen zu lassen, beziehungsweise die alten zu töten, und dann kommen ja zwangsläufig neue. Und deswegen gehen wir jetzt hier nochmal mit dem Megatherium rein. Eventuell, wenn wir Glück haben, finden wir hier noch irgendwo einen Dung Beetle. Oder finden wir wieder einen Dung Beetle. Und falls nicht, gucken wir einfach nochmal, ob das Artefakt eventuell nochmal neu gespawnt ist. Da können wir das mitnehmen. Denn das vielleicht auch als kleine Info für euch. Da es ja mehrere. Jetzt buggen wir hier. Oh. Da es ja mehrere Bosse gibt, die wir machen müssen, und demnach brauchen wir auch mehrere Artefakte, werde ich mir wahrscheinlich die Artefakte nachträglich irgendwann mit Cheats nochmal holen. Wir spielen ja im Singleplayer, das ist nicht so schlimm. Nur, dass ihr Bescheid wisst, weil wenn ich jetzt hier 100 mal die ganzen Caves machen muss, das bringt halt nicht so viel. Ja, euch interessiert es nicht, die zum zigsten Mal zu sehen, und für mich, ja, ich kann auch nicht stundenlang hier vorarbeiten, nur um die ganzen Artefakte zu holen. Deswegen würde ich das Ganze mit Cheats dann einfach so ein bisschen abkürzen. Aber ihr wisst ja von vornherein schon, was ich vorhab. Von daher finde ich das persönlich jetzt nicht so schlimm. Ihr könnt es mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das so findet. Ob ihr das in Ordnung findet. Oder ob ich halt wirklich jede Cave mehrmals machen sollte für euch. So. Ja, das Einzige, was ich jetzt natürlich nicht in der Base geholt habe, waren... Ah, er hat gekackt. Das holen wir gleich. War eine neue Fackel, denn unsere hält nicht mehr allzu lange. Aber irgendwie habe ich so auch so das Gefühl, hier dieser Dino-Spawn-Code, der zählt nicht so ganz für diese Cave hier. Hier ist zwar wieder ein Loot-Drop, aber kein einziger Gegner bisher. Okay, Steinspitzhacke, ja, das ist Bullshit, das brauchen wir nicht. Ja, wir können jetzt zwar ins Wasser gehen und gucken, ob wir da noch irgendeinen Loot bekommen, aber ja, Wasser und Megatherium ist nicht so verträglich zusammen. Von daher nicht so gut. Ja. Das ist jetzt natürlich extrem blöd, wenn hier jetzt nichts mehr spawnt oder so. Also eigentlich müsste es jetzt hier wieder von Gegnern wimmeln. Das ist schon ein bisschen komisch. Na gut, dann. Wir schauen einfach nochmal weiter. Wenn ich einmal Pech gehabt, wir müssen zum anderen Zeitpunkt nochmal hier rein. So. Also hier ist definitiv nichts gewesen. Ja, und ihr seht es auch schon, für die Leute, die es nicht kennen, falls ich es in der letzten Folge noch nicht erwähnt habe, die meisten Caves sind gar nicht so groß. Sie sind nur im ersten Moment ziemlich verwirrend. Aber jetzt von der allgemeinen Größe her sind die eigentlich kein Thema. So, hier unten komme ich ja von der anderen Seite auch hin. Aber es ist halt auch wirklich nichts hier, kein einziger Gegner. Und ich habe mir jetzt wirklich zwischen den Aufnahmen ein bisschen Zeit gelassen, damit auch alles ordentlich nachspawnen kann. Aber nee, nix, nada, kein Gegner. Ja, das einzige Positive daran ist, wir können uns wahrscheinlich hier den
oder das Artefakt nochmal ganz easy zusätzlich nochmal dazu holen. Wenn wir schon zwei haben können, dann wollen wir auch zwei. So, da werde ich wahrscheinlich nicht durchkommen mit dem Megateil. Obwohl, könnte, hätte passen können. Aber okay. Nee, hier ist. Oder? Was ist das hier? Ja, ist es. Ja, dann können wir es uns auch gerade nochmal in Ruhe anschauen. Das ist das Artefakt, das wir brauchen. So, das wir jetzt auch direkt wieder mitnehmen. Hohe Lebensform ist nur einmal. Ach Mist, okay, ja, das habe ich nicht bedacht. Wir können es im Prinzip nur einmal mit uns tragen. Ja, gut. Aber wenn wir das Megatherium hier lassen, ist es ja auch nicht allzu schwer, da jetzt nochmal dran zu kommen, im Notfall. Und wir werden bestimmt hier nochmal zum Farm herkommen, da könnte ich drauf wetten. So. Das nehmen wir auf jeden Fall mit. So ein bisschen Metall, Obsidian brauchen wir auch. Dass wir nicht so ganz umsonst nochmal reingekommen sind. Ja, jetzt müssen wir nur hier ein bisschen Item-Management betreiben. So, das meiste kann eigentlich weggeschmissen werden. Das ist komplett useless für uns. So, Fleisch hier, Rezepte lassen wir mal. Metallachs. Ja, die können wir immer wieder nachcraften, auch kein Thema. Hier sowas, das lassen wir. Materialien, die sind immer wichtig. So. Ja, okay. Also würde es jetzt nur an den Dungbeeteln hängen und sowas, ja, könnte ich ja verstehen, aber dass hier halt wirklich kein einziger Gegner am Start ist. Das wundert mich jetzt gerade ein bisschen. Aber da wir jetzt hier gerade in der Höhle eh nichts zu tun haben, also in der nächsten Folge, ich habe jetzt eine Mod gefunden, die würde ich mir vielleicht direkt hier drauf packen. Die muss ich nur vorher erstmal testen. Das ist eine Mod für Dinosaurier, für andere. Ich will jetzt nicht zu viel verraten, aber höchstwahrscheinlich kommt die. Nur wie gesagt, ich will sie erstmal testen, bevor ich jetzt hier mir irgendwie die ganze Aufnahme versau, weil da irgendwas nicht läuft oder sowas. Ich denke mal, das könnt ihr verstehen. Aber ich will es halt auch irgendwie ein bisschen interessanter machen, das ganze Let's Play. Nicht so mit den Standard-Dinos, deswegen werde ich jetzt auch nach und nach immer mal gucken, dass ich mehrere Mods drauf spiele. Damit wir zwischendurch auch Abwechslung bekommen. Ja, hier Obsidian können wir auch noch mitnehmen. So Leute, ich habe meinen ganzen Stuff ausgeladen und nochmals den Destroy Wild Dinos Cheat benutzt. Habe mir noch jetzt einige Momente Zeit gelassen, um hier nochmal reinzugehen. Und wir schauen einfach nochmal. Wenn wir jetzt nichts finden, lassen wir es erstmal gut sein. Dann müssen wir halt ein bisschen warten, aber ich schaue jetzt nochmal ganz kurz rein.
Also ich bin jetzt nochmal die ganze Cave von vorne ein bisschen durchgelaufen. Hier ist kein einziger Gegner. Deswegen nehme ich mir hier nochmal schnell das Metall mit. Das können wir immer gut gebrauchen. So. Ja, das dauert ein bisschen länger. Okay, Leute. In diesem Sinne. Fackel an. Hier. Damit wir unser Megatherium nochmal schön sehen. In diesem Sinne würde ich sagen, ja, das war's für diese Folge. Keine Ahnung. Also, ich werde jetzt hier vielleicht noch ein bisschen Material abbauen, Kristalle und sowas, damit wir uns ein ordentliches Gewächshaus bauen können und so. Und ja, ich denke mal, das ganze Material schaffe ich noch wieder zurück in die Winterbase. Dort werde ich anfangen, offscreen schon mal den Zement zu craften, weil das dauert ein bisschen. Und ja, in der nächsten Folge habe ich entweder vor ein paar Megatherien, also beziehungsweise eher offscreen. Ich denke mal, Megatherium ist jetzt all must 10, das wird keiner sehen. Das mache ich eher offscreen. Und was wir jetzt natürlich auch brauchen, sind endlich mal ein paar T-Rexer. Ja, ich habe bisher sehr, sehr wenige. Okay, das war's mit der Fackel. Ja, T-Rexe. Ich habe bisher sehr, sehr wenige gefunden, was ich ein bisschen komisch finde. Ich habe auch bisher noch keinen einzigen Giganotto gefunden. Deswegen auch der Grund, warum ich jetzt diesen Dino-Respawn-Cheat öfter mal benutze, damit wir vielleicht dann mal eine Chance haben, irgendwas Neues zu finden. Und ja, ich will jetzt nicht zu viel verraten, keine Ahnung, meistens mache ich dann doch immer was anderes, als ich eigentlich vorher plane. Und ja gut, in diesem Sinne, das war's für diese Folge, Leute. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich riesig über einen Daumen nach oben freuen. Noch mehr würde ich mich darüber freuen, wenn ihr einem kleinen Kanal beim Wachsen helfen und einfach mal hier den Abo-Button klickt. Lasst mir ein paar Kommentare da, teilt den Inhalt mit euren Freunden, schaut euch diese zwei Videos an. Eventuell könnt ihr da unten die Glocke läuten, damit ihr keine Videos mehr verpasst. Und wir sehen uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder, wenn es heißt wieder Ark The Island mit Gaming X-Beast. Bis dahin, Leute, tschüss, macht's gut.